Weltchefkommentator Jacques Schuster hier bei mir im Studio. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo. Jacques, der Kanzler zeigt sich relativ zuversichtlich, optimistisch. Jetzt kann man sagen, okay, was soll er sonst machen? In Zeiten der Krisen muss man ja ein bisschen Optimismus versprühen. Aber kommt das bei den Menschen so wirklich noch an? Ist es das, was sie gerade brauchen? Naja, es ist die Methode Merkel, die er eigentlich fast in Meisterschaft fortführt, nämlich die Leute nicht mit Problemen zu belämmern. Das ist ja die Theorie dahinter. Die Kanzlerin war 16 Jahre damit sehr erfolgreich. Vielleicht ist sie unter anderem auch deswegen weg, weil die Zeiten sich ändern und die Leute eben doch problembewusster sind und auch krisengeschüttelter, wenn man an das Heizungsgesetz denkt, den Ukraine-Krieg. Und mein Eindruck ist da schon, dass der Kanzler, der zwar viel mehr redet als seine Vorgängerin, aber doch nicht so kommuniziert, dass Ruhe herrscht und eine gewisse Form von Beruhigung. Aber hast du das Gefühl, dass das bei ihm ankommt? Er hat jetzt ja zuletzt gestern im ZDF-Sommer-Interview ja auch noch mal gesagt, na ja, aber die Menschen mögen ja auch mit Blick auf seine Zurückhaltung bei Waffenlieferungen, die mögen das, wenn man da besonnen entscheidet. Wir werden uns das weiter schwer machen. Aber das kann man doch nicht bedingungslos übertragen auf alle anderen Politikfelder. Und man sieht ja, dass die Zustimmung schwindet. Das muss er doch merken. Er hat ja sehr bewusst dieses eine Beispiel genommen, denn da hatte er recht. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung eher zögerlich ist, was Waffenlieferungen angeht, vielleicht auch aus gutem Recht. Aber in allen anderen Punkten ist es eben nicht so, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass jetzt in dieser Phase der Sommerferien und des halbwegs guten Wetters die Leute auch noch nicht so schauen werden wie im Herbst, wenn die Probleme wieder geballt auftauchen. Ich meine, wir haben ja alle Experten gehört, die gesagt haben, die Wärmeversorgung ist keineswegs in trockenen Tüchern ist keineswegs gesichert. Also wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Tatsache, dass diese Gegenoffensive der Ukraine nicht richtig ankommt. Wir haben ein Energieproblem, wir haben eine Rezession oder eine vorrezessive Stimmung. All das führt zu einer gewissen Beunruhigung und ich glaube, spätestens wenn die Wahlen in Hessen und in Bayern vor der Tür stehen, dann wird der Kanzler ganz andere Probleme bekommen. Dann gibt es im Zweifel die Quittung. Jetzt hat spannenderweise die Wirtschaftsweise Veronika Grimm gesagt, die Politikerinnen und Politiker, also nicht nur der Kanzler, aber der eben dann auch, sollen ehrlicher sein, den Bürgern reinen Wein einschenken und sagen, da kommen harte Zeiten auf uns zu und wirtschaftlich sind wir gerade bei Stagnation oder negativem Wachstum. Das bedeutet auch für die Bürgerinnen und Bürger, das wird hart. Wenn wir jetzt mal zurückdenken an Jens Spahn, der hat das in der Covid-Krise gemacht am Anfang und hat gesagt, wir müssen uns am Ende viel verzeihen. Das haben ihm viele, ja, hat ihm gut getan. Das fanden viele erfrischend ehrlich, aber genutzt hat es ihm am Ende auch nichts. Als die Krise dann angefangen hat, weh zu tun, gingen auch seine Umfragewerte runter. Wenn man ehrlicherweise oder ehrlich ist, dann muss man sagen, dass man oder die Mehrheit Jens Spahn eben nicht verziehen hat. Denn er ist letztlich weg vom Fenster. Er ist auch in der eigenen Partei im Grunde so isoliert, dass man nicht sagen kann, er ist eine Hoffnung. Also die Gefahr besteht. Die Deutschen sehen sich immer auf den ersten Blick nach dieser Blut-, Schweiß- und Tränenrede, die sie ja immer dann einfordern. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wie gesagt, nochmal, man kann zu der Kanzlerin stehen, wie man will. Aber die Tatsache, dass sie versucht hat, die Probleme erst einmal wegzulegen oder im Privaten im Kabinett zu lösen, hat was gebracht. Ich glaube, mittlerweile diese Methode ist an ihre Grenzen gekommen, aber der Kanzler versucht es halt weiter und wir müssen mal abwarten. Glaubst du, der Kanzler verliert gerade in dieser Sommerpause Zeit? Weil wenn es dann wieder richtig losgeht, dann werden sich die Probleme eben auch innerhalb der Ampel wieder deutlicher zeigen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man heute Christian Lindner gehört hat mit Blick auf Taurus, der schon viel entschlossener klang als der Kanzler selbst, das geht doch so weiter. Das geht so weiter und ich wundere mich oder bewundere die Gelassenheit des Kanzlers, denn ich meine, die SPD steht bei 19%. Es gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Kanzlerpartei letztlich die drittstärkste Partei nur noch ist und nicht die erste. Und von daher bewundere ich auch die Gelassenheit der Genossen der SPD. Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten sehr schwierig werden für ihn. Es gab jetzt ja auch Gerüchte, die in Medien sich wiederfanden, dass in
der Ampel manche einfach nur darauf warten würden, dass irgendjemand den Mut hat, diese Ampel platzen zu lassen, weil eigentlich niemand mehr so richtig miteinander könne. Ist das auch dein Eindruck? Das glaube ich nicht, weil die Umfragen so eindeutig sind, dass alle verlieren und zwar so massiv. Und ich meine, es gibt einen gemeinsamen Common der drei, nämlich an der Macht zu bleiben. Und die Umfragen deuten darauf hin, dass am Ende alle verlieren und zwar massiv. Glaubst du, der Kanzler sollte, müsste, könnte abrücken von seiner aktuellen, ja immer noch sehr moderativen Art zwischen den Parteien? Weil man nimmt in der Regel die FDP wahr, die Grünen wahr und die SPD sind so ein bisschen, der Kanzler ist der Moderator, aber das ist ja nicht seine Aufgabe alleine. Das stimmt. Andererseits in so einer Dreierkonstellation muss es einen Vermittler geben. Ich glaube, dazu ist er verdammt geradezu, auch wenn ihm vielleicht, obwohl man kann schon meinen, dass ihm diese Rolle auch behagt. Aber selbst wenn sie nicht behagen würde, glaube ich, bleibt nichts anderes übrig, denn er muss ja den Laden zusammenhalten, muss dafür sorgen, dass der Streit jedenfalls reduziert ist. Ich glaube, da bleibt ihm nichts anderes übrig. Jacques, danke schön für deine Analyse.